Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ja, was wollen wir jetzt machen? Carson Ridge Reservoir oder East Gorge Canyon? Ach, der Canyon. Das hört sich immer so cool an, Canyon. Ich weiß auch nicht. Erinnert mich an Need for Speed Carbon. Auf jeden Fall, Hot Pursuit bei Sonnenlicht in der Performance-Serie. Die Sechrest County Police hat heute neue Ausrüstung geliefert bekommen, sei also vorsichtig. Okay, sie haben auch neue Waffen, die Cops. Mal gucken, was wir wollen. Wir wissen ja, der Porsche ist am besten, aber wir haben ja den neu dazu bekommen. Moment. Der ist trotzdem besser, der hat eine bessere Beschleunigung. Aber die Höchstgeschwindigkeit ist gleich von den beiden. Ja, Farbe wurde mir immer noch nichts gesagt. Nehmen wir mal jetzt das Rot hier, Guards Red. Okay, drei Nagelbänder und drei EMPs. EMP Shocks, Siege ohne erwischt zu werden, um das meiste Kopfgeld zu erhalten. Schon klar. Tageszeit 5 Uhr, okay. Escape Lane heißt die Strecke. Jo. Das hört sich doch sowieso schon nach Verfolgungsjagd an. Okay. Moment. Es geht schon los mit Cops hinter uns, okay. Nicht erst eine Runde fahren und dann erst Action, sondern nee, jetzt schon. Okay, unsere Waffen müssen uns erst aufladen. Das heißt, wir können jetzt nicht schon gleich ein Nagelband hin vor die Nase werfen. Jemand anhalten. Warum geht er auf mich? Warum geht er auf mich? Kann es mir mal jemand sagen? Geh weg. Piss dich. Hast du davon? Hat er schon die Hälfte der KP weg. Und unsere Waffen sind... Oh nein, sie haben auch ein Nagelband. Aber gut gesetzt, ne? Wäre ich fast reingefahren. Aber unsere Waffen sind jetzt auch abgeladen. Bald, bitte. Bam, crash mal rein. Oder der crasht rein. Oder... Wow, Lag. Fuck, da kommt noch mehr. Noch ein Kopf. Und... Oh Mann. Egal, Gegenverkehr hier. Ja, Crash. Wow. Okay, ich hab gedacht, das wäre mein Ende. Oh, eine Straßensperre. Warum versperrst du mir nochmal den Weg? Ein Takedown? Geil. Geil, wir haben den... wir haben den weggeschubst. Cool. Okay, genau hinter uns. Nagelband. Nein. Oh. Die wollen jetzt Nagelband. Die wollen immer vor uns und dann Nagelband setzen. So nämlich. Und ich fahr voll rein. Wie sollte ich da noch ausweichen, verdammt. Aha, das ist der Kopf. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Ja toll, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Das war scheiße. Ich sag sogar noch, was der macht und fall trotzdem drauf rein. Das ist irgendwie bei mir normal so. Und warum ist er ausgewichen? Du Arschloch. Wow. Okay. Jetzt erst? Oder was? Das ist verarschen, verfolgt meines roten Porsche. Nagelband, Junge. Oh Mann, da ist er vorbeigefahren. Und ich fahre in die Abkürzung rein. Tschüss. Ja. Das habe ich schon gewusst. Au. Bam. Kopf zerstört. Ich wollte eigentlich in die Abkürzung fahren, aber... Oh, naja, hätte ich nicht mehr geschafft. Naja, wieder ein Kopf direkt hinter uns. Komm, EMP. Wo wieder abgeht. Fällt nach links und rechts. Okay, wir haben keine Nagelbänder mehr. Noch 10 Kilometer bis zum Ziel, okay. Geh weg. Aha, ich fahre wieder in der Abkürzung. So. Okay, wir sind jetzt Erster. Und immer die Abkürzung, die leckt immer so. Aber naja. Wo, noch ein Kopf.
Oh, neuer. Haben wir auch noch nicht. Geh weg, lass den Raser direkt neben mir. Oh. Ja, Verfolgung eines Porsche. Das ist richtig. Ist noch ein Racer. Und ein Cop da vorne. Gleich mal ein Nagelband abgelegt. Wow, wie er abgeht, habt ihr das gerade gesehen? Der rammt den Eimer und der macht ein paar Saltos, der Racer. Fuck, ich hab kein Nagelband mehr. Komm her, komm her. Nein, 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 ich krieg dich, ich krieg dich. Bah, EMP zerstört. Die können auch zu weit weg sein und dann treffen wir die nicht. Aber zum Glück war ich noch... Oh, oh, oh. Nah genug dran. Boah, ey. Wie ist dann immer Lag vor Nagel... vor Nagel, wenn er ein paar Straßensperren. Hallo. Der hat auch nur noch einen. KP bei... Da kommt noch einer. Oh, Nagelband. Ja, schon klar. Bam! Was fährst du in mich? Au, oh, ja. Ja, ich... Ha? Ah, beenden. Ja, tschüss. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Geh weg mit deinem Nagelband. Okay, der macht nichts. Da vorne ist der Erste. Ja, geht mal auf den. Okay. Alles klar. Mach den mal K.O. hier. Oh, ist schon und ich muss gerade da ausweichen. Bam! Das war unklug, mein Freund. Einfach stehen zu bleiben. Und ich werde wieder mitten in der Kurve rausgelassen. Aber ja, naja. Okay, noch 1 Kilometer bis zum Ziel gleich. Okay, okay. Und die werden auch immer klüger, die anderen Fahrer. Die nutzen jetzt auch Abkürzung. Aber ich werde gewinnen. Geh weg. Du überholst mich nicht mehr. So, und da die Straßensperre immer vom Ziel, rasen wir rein. Ja klar, bam. Okay, Gold erhalten. 5 Minuten 20. Bam. Viel Kopfgeld geholt, muss ich sagen. Weil wir so viele Kopfs zerstört haben. Aber es reicht nicht für Delinquent 2. Noch nicht. Und wir haben eine Menge Events wieder freigeschaltet. Big Timber Forest und ein neues Gebiet. Rockingham Point. Okay, was ist das? Rennen. Rennen und Zeitfahren. Experience more. Bei Regen, okay. Bevor mit der eröffne ein neues Kapitel in der Geschichte von Maserati. Erlebe mehr im Gran Cabrio oder im Gran Turismo. Auf der Grundlage von Tradition und Erfahrung erreicht Maserati Exzellenz durch Leidenschaft. Auf geht's. Okay, ein von den beiden. 283, 5,3. Ja, okay, der ist besser. Farbe. Der athletisch gestaltete Gran Turismo S-Automatik behält die klaren Linien des... Ach, schwarz sieht mal stylisch aus. Nero hieß die Farbe. Okay, 1,44 für Gold. Tageszeit 16 Uhr. Bei Sonnenschein und Regen. Lerne die Strecke kennen. Nicht alle Routen sind Abkürzungen. Irgendwas mit... Irgendwas Routen, aber ich konnte nicht mehr... Ich habe einfach nur Routen gesagt, so. Ja, auf geht's. Schön im Gegenverkehr wieder fahren. Um Nitro zu sammeln erstmal. Aber ich find's auch schön, wie das sich so abwechselt und man das so wählen kann halt. Wenn man alleine fahren will mit Cops oder Rennen oder was weiß ich. Ich meine, jetzt gerade habe ich wieder Bock, so allein zu fahren. Kann man schön reden. Nebenbei nur der Zeitdruck ist halt ein bisschen blöd. Aber naja.
Das Leben ist kein Ponyhof. Und was sind das denn für Abkürzungen? Angebliche Abkürzungen. Naja. Wir fahren sie ja nicht. Obwohl, da rein könnte man fahren, aber die ist gesperrt mal wieder. Schön. Wow, wow, wow. Da können wir aber reinfahren. Ist es dieselbe Strecke, die wir eben gerade gefahren sind, nur ein bisschen anders? Oder, nö, eigentlich gar nicht anders. Nur auf Zeit. Au. Okay. Das ist echt dieselbe Strecke. So bisher. Mit dem roten Porsche gefahren sind und da vorne ist schon das Ziel. Oh, das könnte was werden, das könnte was werden. Wenn es nicht lenken würde, fahr man. Fahrt 1 am. Verdammt. Immer so knapp. 2 Sekunden zu spät. Naja. Dafür sind wir auf einer neuen Stufe. Und kriegen einen neuen Wagen dazu. Gleich. Dann zeig mal her. Panikstufe erhöht. Gesucht wegen der Zimmerraserei. 364.465 ist unser Kopfgeld. Und wir sind Delinquent 2, Fahndungsstufe 7. Und einen neuen Wagen. Porsche 911 GT3 RS. Den sind wir doch gefahren. Das war doch der coole mit den coolen Menüs. Der Super-Serie. Yo. Nichts als die Wahrheit. Erinnere mich an Assassin's Creed 2. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Na, auf jeden Fall mache ich das dann nochmal und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So. Boah, ey, die Entwickler bringen mich noch auf die Palme. Guck mal, das ganze Ritt kam so gar nichts, also doch schon, also der Gegenverkehr jetzt. Ich bin zwar gut durchgekommen, ne? Und am Ende, ne? Alles voll mit Autos. Boah, die wollen und mich ärgern, aber ich habe es ja schon zum Glück noch geschafft. Und das war's doch erstmal mit der Folge. Also bis zum nächsten Mal. Bam.